Hallo zusammen, mich hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir mal wieder in den Great Vault rein linsen und ich war letzte Woche wieder fleißig mit insgesamt 4 Chars und ich würde sagen, wir gucken mal, was wir bei allen 4 rausziehen. Ich war mit dem Main sowohl im M+ als auch im Rated Battleground und im Raid drin und tatsächlich hoffe ich dieses Mal nicht unbedingt auf ein Item-Level-Upgrade, was auch schön wäre, sondern eher auf ein Transmog-Item, was ich unbedingt haben will. Und zwar den Kopf aus dem heroischen Modus, dass ich Graf Drenatrus nicht mehr mit Random-Gruppen progressen muss, weil das ist sehr anstrengend. Also das hätte ich ganz gerne abgeschlossen. Ich würde aber auch ein Item-Level-Upgrade nehmen, zum Beispiel ein Gürtel wäre ganz nice. Und wenn alle Stricke reißen, dann habe ich ja noch die PvP-Chest und vielleicht ist da das ein oder andere Transmog dabei. Aber drückt mir die Daumen, dass ich den Kopf rausziehe und jetzt machen wir mal die Kiste auf. Und was ist drin? Also ich habe einen Brust drin, die brauche ich nicht. Ich habe einen Trinket drin, brauche ich auch nicht. Und ich habe einen Rücken drin. Also wir haben leider keinen Kopf vom HC Drenatrus. Dann haben wir hier einen Kopf, der geartechnisch, glaube ich, besser wäre. Versa Tempo. Ich glaube, den muss ich wohl nehmen. Sind 6 Item Level. Und was habe ich hier? Ich hätte hier 2 Transmog Items aus dem PvP-Bereich. Für das Shadowlands PvP-Set. Ja, also ich würde gern so ein PvP-Teil nehmen, dass mein PvP-Set fertig wird, aber Item-Level-Upgrade macht natürlich schon Sinn und ich muss gestehen, der Kopf sind Biss-Stats, ne? Tempo, also Versa ist 1, Tempo ist 2. Stat bei mir, dementsprechend muss ich das fast nehmen. Heißt aber, ich brauche wieder Stigia, um da einen Sockel drauf zu basteln, also da muss ich mal gucken. Ja, okay, also es ist ein Item-Level-Upgrade, ne? Ich sollte froher drum sein, tatsächlich, mit guten Stats, aber ich hätte halt lieber den Kopf von Drenatrus tatsächlich gehabt, um dann einfach, ach, ich habe sogar noch genug Stigier, wisst ihr was, dann können wir da nachher noch einen Sockel drauf machen. Ach, das mache ich dann später. Jetzt gucken wir erstmal, was wir bei den anderen Chars noch drin haben. Zum Glück habe ich noch Stigier über, ich dachte schon, ich muss mir noch was farmen. Okay, aber da wollen wir jetzt mal zufrieden sein, ist ja zumindest ein Upgrade, ne? Ist ja zumindest ein Upgrade. Heißt, ich habe umsonst komplett HC-Raid durchgeballert und ich habe umsonst XRBGs gespielt, aber gut, okay. Besser als kein Loot. So, wir swappen gleich mal rüber und zwar hier auf meinen Monk. Und zwar war ich mit dem wieder im NHC unterwegs. Ich brauche ja sowohl aus dem NHC als auch aus dem HC noch Transmog-Items. Und da hoffe ich, dass hier zumindest ein Kopf drin ist. Vielleicht der NHC-Kopf wäre zumindest ganz nice. Und ja, ich würde sagen, wir gucken gleich mal rein. Ich war da übrigens wieder mit 2 Chars gleich zu dem NHC unterwegs. Hat wunderbar geklappt. Und auch hier haben wir leider die Arschkarte gezogen. Wir haben einen Rücken, eine Hose und noch einen Rücken. Jetzt gucke ich mal. Ich habe schon den gleichen Rücken habe ich schon. Die Hose brauche ich auch nicht. Und das ist mir gut. Ganz schöne Nullnummer. Dann nehmen wir hier mal Stigia. Brauchst zwar wahrscheinlich nicht wirklich, aber besser als, gut, ich hätte so ein Teil entzaubern können, ne? Ich bin ja VZ mit dem. Naja, mit dem habe ich noch keinen Stigia gefarmt. Der hat auch schon 11.000. Wahrscheinlich das meiste über den Wall tatsächlich. So, okay. Dann swappen wir hier auch weiter. 2 Chars habe ich noch. Ich habe nämlich noch beide Druids. Mit einem Druid habe ich auch komplett den Raid gemacht und mit dem anderen waren es, glaube ich, nur 1-2 Bosse oder müsste ich auf jeden Fall einen Loot bekommen. Jetzt schauen wir mal. Wir gucken in den dritten, in die dritte Kiste rein. Komm, Transmog-Kopf, bitte, bitte, bitte. Warum gibst du mir den Transmog-Kopf nicht? Jetzt muss ich da nochmal rein. Okay, das kann ich wenigstens für 2 Transmog brauchen. Ja, komm. Besser als nix. Besser als nix. Also die Vorlage hatte ich schon, aber halt gelernt durch ein anderes Teil. Ja, nehmen wir das 2 Transmog noch mit. Ausrüstungstechnisch bringt es nix, weil das hat hier Crit Tempo drauf und meins hat Versa Tempo, was halt definitiv besser ist für einen Guardian. Ich verkaufe das gleich mal wieder, ne? Nicht, dass wir da uns vertun. So, und jetzt haben wir noch einen letzten Char. Ich glaube, der dürfte nur ein Item haben, weil ich da, glaube ich, nur den Endboss gekillt habe, meine ich zumindest.
und dementsprechend dann, glaube ich, nur einen Teil rauskriege. Aber mal schauen, vielleicht habe ich ja bei dem einen Teil noch Glück. Drückt mir die Daumen. Na? Ach, nicht. Kriegst sogar zwei Loot-Dinger. Ah. Habe ich da LFR noch Bosse gekillt? Ich glaube, ich habe mit dem im HC, im NHC irgendwas gekillt und im LFR. Stimmt, weil ich da noch ein Waffentoken gefarmt habe. Jetzt habe ich hier noch einen Waffentoken aus dem LFR drin. Das nehmen wir mal mit. Das kann man bestimmt nochmal irgendwo für einen Zweitransmog brauchen. Schade. Schade, schade. Also für das, was ich letzte Woche da in den Raid an Zeit und Energie reingewastet habe, muss man jetzt leider rückwirkend so sagen, hat sich das nicht rentiert. Leider. Schade. Schade, schade, schade. Ja gut. Dann muss ich die Woche wahrscheinlich wieder den ein oder anderen Run im Raid unternehmen. Vielleicht gibt es ja dann den Kopf. Mal gucken. Gut, aber mit dem Main haben wir zumindest ein kleines Upgrade rausgezogen. Das ist da auch schon mal was. Und ja, damit verabschiede ich mich dann für das kleine Opening. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.